Schön. Unser erstes Fort. Aber ich glaube, ich muss mich halt wirklich mal besser. Ich kann mal gucken. Haben wir was? Wir müssen doch eigentlich. Haben wir Kohle gekriegt? Haben wir jetzt gar nicht gesehen. Ich muss mal gucken, ob wir uns selber irgendwie verbessern können. Zumindest von der Rüstung her. Aber müssen wir, glaube ich, kaum Touren. Ne, er schützt ja nicht, ne? Oder nee, Quatsch, ich muss. Ah, ich bin ja doof. Warte mal. War das nicht bei Herstellen gewesen? Edward Upgrades. Schwerter, Pistolen, Herstellung. Ich muss, glaube ich, erstmal herstellen, oder? Gesundheit, genau das war es gewesen. Okay, oh, ja, das wäre eigentlich ganz wichtig. Hirschpilz, Jaguar brauche ich und Knochen des Weißen Hais. Da kommen wir dann später noch zu. Schlafpfeil. Besitz des großen Knochens, toll. Und die Montur. Okay, hier kann ich einzelne Pfeile noch herstellen. Wuff. Oh, kommen Sie in der Geschichte voran? Ja, vielleicht kommen wir ja da noch, bevor ich meine Dattelrunde mache. Weil Gesundheitsupgrade wäre halt doch nicht so schlecht. Okay, dann können wir das mal nicht machen. Muss ich halt immer noch ein bisschen aufpassen. Was ein bisschen scheiße ist, aber naja. Da würde ich mir echt wünschen, dass es da ein bisschen besser geht. Okay, wo müssen wir denn eigentlich hin? War bestimmt irgendwo hinter uns. Warte. Forts können wir einnehmen. Okay, wir haben aber nicht. Wo sind wir denn? Was ist das? Das ist Royal Navy, ne? Ah, Royal Navy. Irgendwas, wo wir ein bisschen näher rankommen? Ich meine, hier unten waren wir noch nicht so wirklich. Damit wir uns einfach bloß ein bisschen Weg sparen. Kann ich hier hin? Jo, mach ich mal Schnellreise nach Tortuga, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe. Und von da aus dann eben mit dem Schiff weiter. Ist halt der Nachteil, wenn man nicht vorher ein bisschen rumdaddeln geht. So, ja, nicht mein Aussichtspunkt. Ich weiß, ich bin schwach. So, meine Friends. Ja, genau. Jawohl, jawohl. Jo, den See stechen. Jo, Hinweis, Farben der Karte, Ihre Minikarte ist ein aktueller Konfliktstatus. Rot, Sie befinden sich in einem Konflikt. Ja, das ist sehr schön. Okay. Setzt jeden Zoll Segel! Jo, jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich hier vernünftig aus der. Uah. Vernünftig aus der Bucht rauskomme. Okay, jetzt bin ich auf einmal hier. Okay, ich kann hier rumschippern. Hier ist aber immer noch Royal Navy. Sollte vielleicht um die andere Ecke segeln. Ist vielleicht gesünder für uns. Ja, shit. Wisst ihr, wenn ich gerade mal hier war, hätte ich ja auch. Da ist ein Crewmitglied, das nehmen wir mit. Hätte ich eigentlich auch mal das Bötchen reparieren können, oder? Oder vollständig reparieren sollen. Naja, vielleicht muss ich ja jetzt ein Schwimmboot machen. Da war er. Weil wenn wir doch jetzt in Feindsituation geraten. Ich meine, mich würde schon reizen, Schiff, gerade wenn ein Metall drauf ist, das irgendwie zu cushen. Weil ich glaube, das war die einzige Ressource, die relativ schwierig zu kriegen war. Oder was heißt schwierig zu kriegen war, aber die am längsten gedauert hat. Weil die meisten, die ich dann, wo ich zumindest rumgeschippert war, immer bloß Holz und Stoff hatten. Aber in der momentanen Situation schwierig, beziehungsweise bei meinem Vorhaben. Das liegt ja eher an meinem Vorhaben, wie ich das Spiel durchspielen möchte. An sich so, von dem wir vorankommen, und wie viel Zeit, sage ich mal, ich immer pro Aufnahme, Session verbringe. Würde das wahrscheinlich auch nicht krass viel anders werden? Kann ich das noch? Ich bin nicht nah. Doch, ne, bin ich nicht nah genug dran. Würde das, glaube ich, auch nicht länger dauern wie bei Assassin's Creed 3 damals. Weil ich weiß. Oder ich weiß noch, ich habe das damals in drei Tagen durchgezimmert eigentlich. Ne? Hat halt auch mehrere Aufnahmesessions, aber das war eher so halt.
Sonnabend früh, Sonnabendnachmittag, Sonnabendabend, Sonntag früh, Sonntagnachmittag und dann nochmal Montag früh, Nachmittag und Abend. Und da habe ich das ganze Ding mit inklusive DLCs durchgerockt. Hier gibt es zwar auch DLCs, eins was relativ kleines, was ich noch nicht kenne, wo ich aber schon gesehen habe, okay, das geht nicht wirklich lange, ich weiß nicht, das wird dann vielleicht in ein oder zwei Folgen, und wenn es zwei Folgen sind, wahrscheinlich bloß so eine halbe Stunde, 40 Minuten. Keine Ahnung, was das jetzt war. Da geht ein Schiff unter. Sollten wir uns das angucken? Ja. Rig Stufe 17 und die brennt schon. Monsterwelle von Backbord! Können wir es gleich entern vielleicht? Achtung, Zusammenstoß! Ich würde mal gucken, was mit dem Schiff ist, Mann. Können wir mal was drauf feuern? Aber ich glaube, ich versenke das nur, ne? Kann ich mit dem Schiff gar nichts machen? Warte mal. Jetzt sagen wir mal langsamer, damit wir mal hier mal ordentlich wo rankommen. Oder ist das schon verschwunden? Ist das jetzt schon weg? Ist schon weg, oder? Ich meine, ich muss eh in die Richtung. Boah. Scheiße, ich hab's versenkt, glaube ich. Oh nein. Okay, das war dann wohl einmal nichts. Schade, schade. Und dem Wetter können wir halt nicht wirklich schnell machen. Ja. Tatsächlich eine Wirbelsturm wir jetzt auch nicht hier sehen. Aber müssten wir nicht fast bald mal da sein? Gefühlt? Warte mal, ich werde mir mal eine Markierung eher hier so setzen, dass wir mal mehr zu der fahren, weil am Vor muss ich nicht unbedingt lang. Oder da will ich nicht unbedingt hin, weil das wäre ich, ihr habt es ja gesehen, ich werde es grandios verkacken. Ja, ich weiß, Sperrgebiet. Aber ich muss da halt jetzt durch. In der Hoffnung, dass die nicht gleich bockig werden oder ich keinen Schaden nehme. Wird auf jeden Fall. Nein! Nein, ich wollte gerade sagen, hier auf Reisegeschwindigkeit und weg hier. Hör auf mit der Scheiße, Mann! Ja, abseits vom roten Bereich. Das wollte ich eigentlich vermeiden, dass die uns sehen. Sag mal. Das Gute ist bloß, sobald die feuern, man hört ja, dass die feuern. Aber. Das braucht halt ein bisschen, bis wir da sind. Was ist denn das überhaupt? Bloß eine Schnellreise? Das ist, glaube ich, bloß eine. Okay, das war nah. Aber wie schalte ich denn die frei? Muss ich da ran? Gebiet noch nicht verfügbar. Okay. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich dann halt absteigen und da auf das Ding klettern, um das zu aktivieren. Das weiß ich jetzt leider nicht mehr. Und ganz ehrlich, die Mucke hätte ruhig bleiben können. Die war schön passend. Ja, yeah, rum. Ich mach mal die Markierung da weg, die nervt. Na? Ja. Falls wir jetzt natürlich noch so einen Auftrag haben und ich gehe mit einem zerbrechlichen Ding hier rein, dann kann das wieder dauern. Deswegen, ich hoffe, wir haben irgendeine Mission an Land. Das wird schwierig werden. Die singen die ganze Zeit, also glaube ich zumindest, von Johnny Walker. Gab es das damals? Gab es Johnny Walker damals schon? Tennessee Whiskey? Naja, haben wir ja mitgenommen, so cruisen wir vollzählig. Macht euch mal nicht einen Schlipper. Wir müssen erstmal nach, keine Ahnung, wo wir jetzt überhaupt hier hinfahren. Hinsegeln. Ein kleiner Fisch. Warte, bevor ich hier aus in die falsche Bucht reinsegel.
Ja, schon richtig okay. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir hier willkommen sind. Kingston. Und es riecht wieder nach Lagerhaus. Aber hier scheint kein Lagerhaus zu sein. Also zumindest noch nicht. Wir haben ja, doch, wir haben ja eins. Ich muss einfach bloß nach links. Ja, Lagerhaus, ne? Ich glaube, jetzt wird aber auch das Problem sein, weil wir keine Kohle weiter haben. Das wird mit das größte Problem sein. Das Lagerhaus würde ich schon ganz gerne machen. Okay, da sehe ich schon ein Aussichtstürmchen, wo ich zuerst wieder hoch muss. Sicherheit, da oben ist keiner. Oh, doch, da oben ist einer. Jetzt sehe ich ihn. Sagen, genau das wollte ich nämlich vermeiden. Okay, schützt jetzt hier sonst noch wer rum? Er da und er da. Okay, er hat sich wieder beruhigt. Ich wollte sagen, wo ist denn hier die Leiter? Oh, das so gut war. Okay, er hat uns nicht gesehen. Scheiße, jetzt geht das nicht. Ah, shit. Vielleicht geht's ja auch diesmal. Okay, ich wollte aber eigentlich das Ding hier sabotieren. So. War jetzt schon der mit dem Schlüssel dabei? Nee, war. Schade. Okay, oh Gott, das war. Ach, da, guck mal, da ist er, ja. Schweig du nah. Das ist fast zu einfach. Jetzt ist es fast zu einfach. Oder zu viel Glück, dass die anderen mich nicht gesehen haben. So. Dich plündern. Schlüssel nehmen. Ist ja bloß hier drüben. Hier ist ja keiner weiter. Oder? Ja, doch, einer. Den können wir mal schnell so machen. Dann rein. Nein, hörst du auf. So, Holz, Metall, Stoff. Sehr schön. Und 750. So hätte ich mir das beim ersten Mal gleich vorgestellt. Schön, dann haben wir das nämlich auch. Und dann können wir gleich mal, ich sag mal, eventuell zur Befragung oder was auch immer, aufbrechen. Halt, hier mal noch eine Kiste. Ihr wisst, Kohle, Kohle, Kohle. Und hier gibt es viele Truhen. Sehr schön. Aber wirklich, das Problem wird jetzt an der Stelle echt Geld sein. Deswegen, wie es jetzt im LP weitergeht, ja, Ressourcen sammeln durch Lagerhäuser und sowas. Ich glaube, die können wir schon mitmachen. Und gerade wenn es jetzt so ist wie jetzt, geht es halt relativ schnell. Das andere Rumgedaddel. Und naja, wenn ich dann später mache, aus dem Sport, mir das dann Zeit beim Rumgedaddel. Ah, warte. Ja, du mich auch.
Ich kann ja erstmal verkaufen. Ja, damit wir wieder einiges kriegen, damit das, damit unser Dings auch, ich habe 103 von 103, also, ne? Damit unser Lager wieder voll wird. Schiff reparieren sollte ich vielleicht auch machen. Wie viel kostet das? 206. Musste ich jetzt mal nehmen. Und was hatten wir an Upgrades? Ah, guck mal, hier geht es dann wieder schon los. Uns fehlt Holz. Aber die Breitseitenkanonen können wir, oder war doch Metall nicht das Problem? Stärke des Rammsporns. Okay, ich mach mal die Breitseitenkanonen. Starten wir Stärke. Ja, das kostet aber wieder uns Dings. Das kostet uns auch beides. Stärkt die Jagdkanonen. Das ist die, die von vorne feuern. Das kostet 6000. Ja, Mörser wäre auch schön. Kettengeschosse, Rundkugeln. Aber hier habe ich ja schon einiges draufgehauen. Ah, da brauche ich den Plan für. Mannschaftsquartiere. Okay, ist jetzt nicht so teuer und kostet nur Stoff. Können wir auch mal machen. Panzerung des Beiboots. Ich muss halt mit meinen Ressourcen ein bisschen aufpassen. Mit diesem Lager können auf Jackstone mittlere Mengen Mörsergeschosse untergebracht werden. Das wäre, glaube ich, auch nicht so schlecht. Weil hat er gerade gesehen, weil es die alle waren, ist das schon kacke. Das kostet 2000. Feuerfässer nutze ich nie. Und wenn, dann auf jeden Fall nicht effektiv. Das kostet immer 4000. Ich belasse es, glaube ich, mal dabei. Mal gucken, wie wir noch Holz rankriegen. Vielleicht kriegen wir ja noch bis zum Ende der nächsten Aufnahmesession, das sollte jetzt die vorletzte ja sein, bevor ich rumdaddle, das noch hin. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber halt die, die Schaluppe ein bisschen stärker zu haben, wäre schon ganz geil. Gerade für die großen Touren dann. Halte ich von deinen Befehlen, du Hund! Ja. Haben wir es jetzt bald mal. So, geht's dir gut? Hast du Bock, mit der Bau zu kommen? Gracias, meinen Dank. Ja, kein Ding. Mein Leben gehört euch, Capitano. Jo. Zwei Crewmitglieder, schön. Ah, Handlungsreisen. So läuft das ab. Horace trifft sich mit Prinz, bringt einen Teil des Lösegelds mit und sagt, dass der Rest bald folgt. Wenn wir den Weisen sehen, kommst du mit dem Rest des Goldes, tauschst es ein und haust ab. Und ich beobachte dich dabei. Nein, Kenway, spiel diese Intrige allein und riskiere das Vertrauen deiner Crew. Es macht mich krank, dass du mit diesem Sklavenhändler verhandelst. Komm schon, Mann. Wenn wir den Weisen haben, sind wir alle reich. Nicht, wenn Master Kid ihn zuerst erreicht. Kid? Mein Gott. Der Knabe will ihn töten. Edward! Was zum Teufel machst du hier? Ich folge diesen Männern zum Weisen. Kannst du dich beherrschen, bis er erscheint? Der Weise ist hier? Ei, und Prinz wird uns direkt zu ihm führen. Nun gut, bei Gott. Ich halte meine Klinge im Zaum, aber nicht für lang. Warte mal. Wir hatten, glaube ich, sogar Berserkerfell, wie ich es richtig gesehen habe. Das Problem ist bloß, den hier durchfolgen. Na? Mann, jetzt! Schieß doch mal, Junge! So sollte das nicht laufen. Ja, toll. Wie lange ist unser letztes Treffen schon her, Senor Prinz? Warte. Ja, 18 Monate. Von diesem dachte, das reicht noch. Zum ersten Mal im November 1715. Okay, er schaltet den aus anscheinend. Das war aber haarscharf.
Ja, was ich gerade gemacht habe. Eigentlich wollte ich ja Bier zum Schlafen bringen und dann ausschalten, und das ist gut. Okay, die anderen sehen mich nicht. Ah, sie. Seitdem hat sich vieles verändert. Niemand nennt mich mehr Gouverneur zum Beispiel. Ich gab den Posten letztes Jahr auf. Ah, das war mir unbekannt. Hey, hier war doch irgendwo ein Scharfschütze. Ich hab's doch gesehen. Du kannst es nicht lassen, oder, Kenway? Deine Nase in Dinge zu stecken, die du haben nicht verstehst. Haben die Engländer jetzt begonnen, ihre Du machst mich nervös, Kid. Lass die Klingen stecken. Verkehren. So ein verdammtes Pech. Gott weiß, Torres. Zwei Jemand meiner Ziele. Und ich darf beide nicht töten. Ruhig, Jim. Nicht mehr lange. Wäre es die Sünde, einen Christen zu versklaven? Wenn man die Seele eines Sklaven vom Tier zum Menschen erhebt, kann man auch gleich seine Kälber zum Abendessen einladen. Verzeiht mir meine Ungeduld. Doch wie weit ist es? Wir sind schon bald da. Muss ich den direkt dadurch folgen? Okay, ich wollte gerade sagen, geh mal rein da, Junge. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt die richtige Taktik ist. Bleib an deinem Platz, Sklave! Und stell dich deiner Strafe wie ein Mann! Jetzt soll ich ein Mann sein, wo ihr genau das 30 Jahre lang bestritten habt? Ich finde das abstoßend, Prinz. Ich glaube, alle denkenden und fühlenden Menschen verdienen Respekt und Perspektive. Ach, ihr Spanier! Euer Kontakt zu den Mohren hat euer Blut verdünnt und die Herzen verweichlicht. Es bedeutet nicht, dass ich an die natürliche Gleichheit aller Rassen und Geschlechter glaube. Sicher sollten Männer mit Talent und Verstand stets führen. Doch mit der Praxis der Sklaverei wird kein wahrer Gewinn erzielt. Auf kurze Sicht verdient man damit Geld. Doch langfristig macht uns das so... Scheiße, genau das wollte ich vermeiden. Ich wusste nicht, dass die nochmal wieder zurückgestiefelt kommen. Dreck. Bleib an deinem Platz, Sklave. Und stell dich deiner Strafe wie ein Mann. Jetzt kann es. Gut. Jetzt ist vielleicht die einfache Variante, weil die latschen halt eh wieder zurück und ich bin hier in Deckung. Jetzt sind die aber wieder da. Und ich habe meine Pfeile nicht zurück. Und Perspektive. Ihr Spanier. Euer Kontakt zu den Mohren hat euer Blut verdünnt und die Herzen verweichlicht. Es bedeutet nicht, dass ich an die natürliche Gleichheit aller Rassen und Geschlechter glaube. Sicher sollten Männer mit Talent und Verstand stets führen. Doch mit der Praxis der Sklaverei wird kein wahrer Gewinn erzielt. Gehen geradeaus, ne? Auf Sicht verdient man damit Geld, sieh. Doch langfristig macht uns das zu Opfern unseres eigenen Erfolges. Ah, doch ihr und ich, Sir. Alt wie wir sind, werden wir diesen traurigen Tag nicht mehr erleben. Warum die Mühe? Okay, er stört. Jetzt dreh ich doch mal um, Mann. Okay, Glück gehabt. Wo latschen die denn hin, Mann? Sag, weil wir schon mal hier sind. Aus Anstand, wenn sonst nicht. Anstand? Torres, ich vergeude meinen Tag nicht damit, über Sklaven und ihre armseligen Leben zu reden. Lasst uns unser Geschäft abschließen und dann gemeinsam als Freunde feiern. Wo wollen die hin? Toll. Ich bin jetzt aber auf der vollkommen falschen Seite. Stimmen die Geschichten über euch, Senor? Ihr wart der Gouverneur von Florida? Sieh, sieh. Ich bin einer von vielen Schafliedern. Ja, jetzt bin ich aber außerhalb der Reichweite des Ziels und es wird die... Es wird... Oh, Junge, Mann!
Na, jetzt ist eh vorbei. Jetzt haben sie mich entdeckt, weil ich auf der falschen Seite war. Ich weiß, da war ein Heuhaufen, den hätte ich dann einfach wegballern brauchen und dann einfach hinterher schleichen. Hat aber so jetzt nicht funktioniert und ich habe jetzt auch keinen schnelleren Weg gefunden, irgendwie da hinten rum, Alter. Stimmen die Geschichten über euch, Senor? Ihr wart der Gouverneur von Florida? Sie. Ich bin einer von vielen Staatsdienern meiner Familie. Eine lange Reihe von Politikern. Ich habe oft mit dem Gedanken gespielt, in die Politik zu gehen. Doch ich denke, dafür habe ich viel zu viel Geld und viel zu wenig Zeit. Na, warum bleiben die jetzt da stehen, Mann? Apropos Geschichten, Prinz. Man erzählt sich, ihr wart bei Henry Morgans Überfall auf Panama dabei. 1671, korrekt? Alter, verpiss dich. Oh, das stimmt, ja. Doch lasst uns die Ehre, die auf dem Schlachtfeld errungen wird, nicht überbewerten. Dieses Scharmützel war verlustreich und eine Verschwendung von Geld und Ressourcen. Wo sind denn hier die Dirnen? Erst viele Jahre später hängte ich da. Na, willst du mich verarschen, bloß weil ich mal ganz kurz einen Schritt schneller gelatscht bin? So sehr ich das Spiel auch mag, ne? Aber dass man diese Hinterherschleichkacke. Erst viele Jahre später hängte ich das Schwert an den Nagel, um mich einem sicheren und doch profitableren Unterfangen zu widmen. Kapital und Rohstoffe. Ich sage euch, gekaufte Ehre ist viel erfreulicher als erkämpfte. Wenn auch nicht zu nachher. Was quatschen die denn noch? Ich höre ja nichts. Es ist soweit. Nicht bis wir den Weißen sehen. Hier ist ein ruhiger Ort. Ich will das Geld sehen. Es ist nur ein Vorschuss auf das Lösegeld. Der Rest kommt in Kürze. Es schmerzt mich, einen Mann meiner eigenen Rasse zu verkaufen. Senor Torres, sagt mir bitte, was hat dieser Roberts getan, um euch zu verärgern? Ist das Ausdruck protestantischer Pietät, mit der ich nicht vertraut bin? Vielleicht ein andermal. Was? Nächstes Mal. Sorgt dafür, dass man euch nicht folgt. Erledigt das! Ich hab einen Scheiß gemacht, Mann. Oh, oh. Nein, Alter, steh auf, Junge. Weg da. Ich bin sowieso schon fast. Warum bin ich schon wieder fast tot? Weg da. Warum krieg. Ach komm, Alter. Jedes Mal, wenn ich Konter drücke, macht er das nicht. Was ist denn das heute? Am Anfang des Spiels lief das so easy peasy. Kriege ist bloß, warte mal, habe ich vielleicht. Für die gute Sache. Hallo? Ach so, der schläft ja schon. Lol. Na. Toll. Oh, Alter, der. Ernsthaft. Nein! Jim, halt! Mein Gott. Ey, was? Hallo? Ach komm, ernsthaft? Lass die ganze Zeit nur Kohle fallen. Lass uns das gemeinsam machen! Ey, du hattest deine Chance. Und ich habe 150 Euro für die Uschis ausgegeben. Du hast nicht, Kit!
Ich weiß aber auch gar nicht, ob wir ihn davon abbringen konnten. Jim, halt! Alte Schabracke, nimm deine Drecksfinger von mir! Du darfst diese Männer nicht töten, Kid. Nicht, bis ich den Weisen habe. Ich habe das Schwein eine Woche lang verfolgt, rund um die Uhr. Hier finde ich nicht eines, sondern zwei meiner Ziele und du beraubst mich beider. Hab Geduld, Mann. Du kriegst sie schon. Wenn ich den Weisen finde, hilfst du mir bei Prinz. Verstanden? Machen wir liebend gerne. Na geil. Perfekte Ausgangsposition. Blöd ist natürlich, ja, ich habe jetzt keine Schlafhelme. Ich arbeite mit denen am liebsten, aber ich... Warte mal, wir können ja Spaß haben, mal gucken, was die Herstellung kostet. Weil ich müsste jetzt 0 von 5 haben. Aber momentan... Knochen. Knochen? Lol. Ich hatte genau 5 Knochen. Nee, dann lasse ich das. Dann ist das halt so. Vielleicht finde ich da irgendwo noch was anderes. So, ich muss mir erstmal meine Kohle wiederholen, die ich bei den Dirnen gelassen habe. Na gut, dann wollen wir einmal den... Okay. Deine Mutter war eine bärtige Hure. Woher will der wissen... woher will der meine Mutter kennen? Nee, scheiße, was wollte ich jetzt sagen? Hab's schon wieder vergessen. Ich werd halt wirklich langsam alt. Aber naja, so ist das halt. Und irgendwann... Alter, jetzt geh doch mal hier hoch. Alter, du wirst doch wohl hier hochgehen können. Irgendwann sind wir eh bloß noch Asche und dann ist gut. Windmühle. Ja, cool. Lass mich raten, ich muss nach oben, oder? Ich meine, rein komme ich hier bestimmt nicht. Mal gucken, vielleicht gibt es einen Wind, einen Weg nach, hallo? Ich würde sagen, da ist doch ein Stein. Einen gemütlichen Weg nach oben. Ja, kann ich nicht. Schade. Weil das war eigentlich mein Vorhaben gewesen, direkt auf das Ding springen, aber ich glaube, das geht hier in den alten Spielen noch nicht. Ich gehe mal andere Seite gucken. Ob wir hier irgendwo hochkommen. Okay, wir müssen da also hoch. Aber ganz ehrlich, ich synchronisiere die ganze Geschichte erstmal, bevor wir. Also wenn ich es darf. Na, ja, wenn ich es darf. Okay, wir dürfen. Und man merkt schon, da ist sehr viel Rachedurst bei unserem guten Master Kid. Wo er vielleicht so ein bisschen seine Grundsachen vergessen hat. Treffen wir uns doch in einem Pub. Ich kam nach Kingston, um ein Ziel zu finden. Saufgelage haben keine Priorität. Wir könnten zusammenarbeiten, weißt du? Du willst Laurens Prinz erwischen und ich seinen Gefangenen. Wir suchen den Weisen ebenfalls, Edward. Leg dich nicht mit uns an. Möge der bessere Mann gewinnen. Wachen patrouillieren über den gesamten Besitz. Sie benutzen Glocken, um Ärger anzuzeigen. Siehst du da? Wir sollten sie unbrauchbar machen, bevor wir fortfahren. Bei so vielen Männern hier hilft uns Heimlichkeit allein nicht weiter, also tue ich, was ich kann, um sie abzulenken. Dann hast du eine Chance, sie auszuschalten. Bereit? Du heißt nicht James, oder? Meistens nicht. Komm mit. Und das meinte ich in einer Folge mal mit, ja, Geheimnis. Ich habe erst überlegt, ob ich es dunkles Geheimnis nenne, aber ganz ehrlich, ich habe das, dachte schon, ja, gut. Wenn du Prinz vor mir siehst,
hat vielleicht ein bisschen weiblichere Züge oder so, aber das ist ja okay. Ich meine, ich habe auch Frauenarztfinger, also das ist, ne? Gott, Edward! Muss ich dir das erst noch erklären? Das Gespräch habe ich mir damals angehört, ne? So. Hey, Sie oben nicht dieser Spanier besuchen? Torres oder so? Hast du nicht gehört, was geschehen ist? Er wurde auf dem Weg hierher von Banditen. Ich weiß nicht, ob es so zeitig war. Ein dreckiges Geschäft. Mein Gott. Er ist ungünstig. Nicht entkommen, habe ich gehört. Prinz ist auch nicht sehr erfreut. Ja, ich will die schon ausschalten. Muss ich ja auch. Aber ich muss die halt auch ausschalten. Das Problem ist bloß der eine Typ. Ich weiß nicht, ob der hier zu sehen ist. Der liegt ziemlich nah dran. Ich habe mir, glaube ich, auch zu viel Zeit gelassen. Okay, die können wir gleich zusammen. Wenn sie nebeneinander stehen. Tschüss. Ich hoffe, hier latscht einfach keiner lang. So, er ist da bloß noch problematisch und er. Mann! Dass er einfach nicht hinmacht. Ich weiß nicht, muss man da im richtigen Winkel stehen? Oder so? Das ist auf jeden Fall nervig. Ja, wo ist denn Kit, wenn man mal braucht, Mann? So, jetzt funktioniert das auch wenigstens. War auch gerade so. Ich kann die immer noch sabotieren. Anscheinend die Mission ist nicht verloren. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Nein, 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 nein. Weh, ihr könnt hier schießen, während ich hier hochgehe, Mann. Okay, hier können sie mich auf jeden Fall nicht erwischen. Jetzt muss ich erstmal warten. Shit. Woher wisst ihr, was mir einfällt? Wir haben noch Berserkerpfeile. Oh, komm schon. Jetzt geht's gleich. Vorhin wurde mir das nicht gleich angezeigt. Das ist ein bisschen scheiße. Warte. Ich meine, jetzt sind fast eh alle tot. Der kümmert sich um die da oben noch. Ach, und danach ist er selber tot. Cool. Hey, ach komm. Alter, wo ist denn hier die andere Kackglocke, Mann? Okay, die Scheiße ist. Hock dich mal hin, Mann. Das mit dem Berserkerfallen ist gut. Weil da würde ich nämlich den da. Okay, ich sehe ihn von. Ja, jetzt sehe ich ihn. Kriege ich das schon hin? Oder ist das zu weit? Das ist zu weit. Schiete. Also auch wenn die Glocke geläutet wird, weil das war ja erst so meine Angst gewesen. Oder Angst oder Befürchtung gewesen. Dass das dann verkackt ist. Okay, da kommen jetzt nochmal welche angescheißert. Der braucht uns nicht zu interessieren. Ach. Okay, warte mal. Vielleicht funktioniert's. Ja,
Er ist weg. Die gucken gerade alle nicht. Mann, Alter, der... Oh, dass es immer einer sein muss. Immer so kurz davor. Na, jetzt komm auch her hier. Dass das immer einer sein muss. Ich meine, die anderen gucken ja nicht mal. Dann brauche ich mich auch nicht mehr weiter aufhalten hier. Du darfst herkommen, der andere nicht. Okay, der andere verpieselt sich auch wieder, das ist sehr schön. Und hier war, glaube ich, kein Scharfschützen. Ich muss einfach bloß zur Glocke kommen. So kann man so gut anlocken, ne? Wenn man sich bloß zeitig genug wieder hinsetzt. So, du bist auch weg. Und tschüss. Er geht weg. Er ist da auch noch am rumlatschen. Ich warte mal, bis der um die Ecke ist. Hinter uns sollte ja alles safe sein. Okay, wo ist der da drüben? Am Haupteingang, okay. Guckt der noch? Nein, der guckt halt immer noch. Was sagen, wurde mir gerade angezeigt, vor mir ist einer, aber ich weiß nicht, ob der damit gemeint ist. Gut, wir sollten safe sein. Auch wenn die Glocke schon gebimmelt hat. Ach, da. Halt! Keinen Schritt weiter! Bitte, ich bin angeschossen. Ich brauche Hilfe. Gott, Thompson, sieh nach ihr, sie ist verletzt. Und zwar schlimm. Ich bin hilflos. Nun gut. Und schwach. Dann nimm meinen Arm. Gott segne euch. Ja, gut passiert. Okay. Oh. Das war vielleicht ein bisschen wieder zu schnell. Aufspüren. Ich muss ja erstmal irgendwie reinkommen, ne? Er sagt, hier treiben sich ein paar Unruhestifter herum. Ich geb's weiter. Ja, gib mal du weiter. Na, ja, es sind. Oh, warte mal, vielleicht wenn ich Glück hab. Guten. Scheiße. Kam er jetzt her? Warte, ganz ruhig. Lief schon wieder zu knapp. Ja, Munition können wir mal plündern. Lief wirklich wieder schon. Ich meine, wir heilen zwar wieder hoch. Alles schick soweit. Aber an sich war es wieder zu knapp. Das ist halt fucking dunkel, ey. Ich weiß, YouTube wird das ja eh wieder noch weiter runter juchteln. So, können wir eigentlich hier hoch? Beim Fenster hatte ich ihn gesehen. Das könnte aber bloß ein Scharfschütze sein. Also ich hoffe, dass das ich gehe von der Dunkelheit her. Okay. Was sagen die? Oder ein Fenster. Wenn, dann wird da bestimmt drinne sein.
Ich hab's doch gehört. Hä? Ach da, ich wollte gerade sagen, sehe ich sie nicht. Nein. So viel zum Thema drinnen, ne? Du kannst mich nicht sehen. Aber gut zu wissen, dass er hier ist. Hast du was gesagt, Bursche? Du hast keine Zeit zum Tratschen, hörst du? Schwein gehabt. Ich habe nichts gesagt, Sir. Ich mache euch keinen Ärger. Du achtest gefälligst auf das Zuckerrohr, verstanden? Sieh noch einmal auf und es wird das Letzte sein, was du von der Welt siehst. Das ist kein Problem, Sir. Ich arbeite so schnell ich kann. Spring dich mal mehr an, Hündin. Ich weiß aber nicht, wo die gequatscht haben. Ja, das ist schwachsinnig. Hä, und er hat da oben keinen Bock, seine Arbeit zu verrichten, oder was? Okay, das ist dumm, weil er gerade ihn heißt, ich weiß. Aber wo ist... Ah, da ist unser Ziel. Ja, komm doch mal her. Komm her. Komm, put. Frage ist bloß, müssen wir den auf bestimmte Art und Weise eliminieren, oder ist das egal? Da haben wir zwar noch eine Glocke, aber auf die scheiße ich jetzt mal. Guten Tag. Was hängst du über mir wie eine lüsterne Krähe? Willst du mich leiden sehen? Du hast selbst nicht so wenig Leid verursacht, Meister Prinz. Vergeltung, schätze ich. Ihr törichtes Lumpenpack und eure prätentiöse Philosophie. Ihr lebt in der Welt, aber ihr lenkt sie nicht. Du missverstehst mein Motiv, alter Mann. Ich bin nur auf das Geld aus. So wie ich, Junge. So wie ich. Achtung, Kenway! Ich hab deinen Mann! Ich erkenne dich. Der Templer aus Havanna. Ich bin kein Templermann. Das war nur Täuschung. Wir sind hier, um dich aus der Sklaverei zu retten. Mich retten? Ich arbeite für Mr. Prinz. Dann ist er ein erbärmlicher Master. Er hatte vor, dich an die Templer zu verkaufen. Man kann auch wirklich keinem mehr trauen. Robert! Ja gut, ich wollte gerade sagen, ungünstig, aber... Naja, ich werde mal gucken, wie ich hier rauskomme. Ob ich hier vernünftig rauskomme. Ist aber schön, dass die zufälligerweise immer die Bäume so passend stehen, ne? Weiter. Ich wollte gerade sagen, so viel dürften hier aber eigentlich gar nicht mehr sein. Ich meine, habe ich hier nicht... Och Junge! Dass er überall ranspringen muss, Mann. Okay, ja, Alarm. Ich meine, ich bin sowieso am Arsch. Guck dir das doch mal an, was uns hier alles folgt. Ja, anonym werden. Reicht das aus? Ich warte jetzt einfach mal. Das war mir zu nah dran, dass er eventuell, ne? Trau dich. Zählt das als anonym werden? Okay, noch nicht.
kommt, Leute. Verpieselt euch. Oder ist das wirklich bloß noch der Ene? Okay, ist wirklich bloß noch der Ene. Na dann, Grüße. Hast ihn wieder verloren, was? Ei. Roberts ist ein Teufel mit sehr fragwürdigen Umgangsformen. Dann habe ich heute zwei Männer verloren. Also, wie heißt du wirklich, Mädchen? Mary Reed, für meine Mom. Und auch für meine Freunde. Aber kein Wort zu irgendjemand. Sonst entmanne ich dich auch noch.